Während meiner 2,5-jährigen Tätigkeit im Eventmanagement habe ich schon als Marketingassistent gearbeitet. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, die ich auch angestellt habe. Grußwunsch ist Straßenwärter oder Straßenbauer. Ich wollte dir die ganze Zeit schon zeigen. My Job Video. So, da können jetzt die Arbeitslosen Videos von sich hochladen und noch schlechteren Eindruck als eh schon vermitteln. Dazu machen wir was. Das ist unser Thema. So, und dann machst du so eine seriöse und sachliche Mod, aber gleichzeitig mit so einem Augenzwinkern, dass sie halt dabei ist. Guck mal, der hier ist auch gut. Also ich möchte, dass du ein bisschen authentischer wirkst, dass du ein bisschen mögest. Authentischer und sympathischer, das ist wichtig. Hallo, liebe User. Auch wenn die Rezession vor der Tür steht, sind sich deutsche Startups für keine noch so blöde Idee zu schade. Neu im Internet myjobvideo.de, die Homepage für die Chancenlosen. Arbeitslose können dort selbst gedrehte Videos hochladen, damit der Arbeitgeber einen richtig realistischen Eindruck vom Bewerber bekommt. An sich eine gute Sache. Würde man den Bewerbern jedoch sagen, dass ein gutes Video eine Regie braucht, wäre es noch besser. Ansonsten passiert es schnell, dass der Bewerber oder die Bewerberin wie nuschelnde Zombies im Halbdunkel wirken. So zum Beispiel Fatima. Hallo, hier ist die Fatima, die mir aus Mainz, 21 Jahre alt. Hä? Aus Mainz bei Aachen, 20 Jahre alt, können wir das nochmal hören? 28 Jahre alt. 28. Schwer zu verstehen, wie alt Fatima ist. Aber auch schwer zu erkennen, denn bei dieser Beleuchtung könnte sie auch als Andrea Ypsilanti durchgehen. Zudem hätte man Fatima darauf hinweisen sollen, dass gewisse Sätze gar nicht gehen. Zum Beispiel... Da mein Betrieb mich nicht übernimmt, würde ich direkt nach der Beendigung der Ausbildung... Nein, Fatima... Da dein Betrieb wegen der Finanzkrise keinen Kredit mehr bekommt, kann er eine Topkraft wie dich nicht mehr angemessen vergüten. Und deswegen suchst du nach einer neuen Herausforderung als erfahrene Bürokauffrau, klar? Unfreiwillig komisch ist jedoch der Sven aus Angermünde, der sich in der Rubrik Künstler und Media als Moderator bewirbt. Hey, ich bin der Sven aus Angermünde, Ockermark. Möchte mal mein Talent als Moderator. Ich habe ja neulich beim Stadtfest die Misswahl moderiert. Hab gemerkt, das kann ich ganz gut. Haben sie auch zu mir gesagt, die Leute, dass ich echt so locker von Hocker. Die macht alles klar, dachte ich mir. Ist ja auch eine berufliche Perspektive. Möchte mich mal anbieten jetzt. Vielleicht Radio zum Bleistift oder auch Fernsehen. Meine Stärke ist halt die Lockerheit und ich bin auch flexibel. Ich könnte ja auch von Unterhaltung über Wissenschaft, Nachrichten kann ich alles. Okay, wir können ja nochmal telefonieren. Sven aus Angermünde, wenn ihr einen Moderator braucht, macht's gut, aber nicht so oft, wa? Habe ich das richtig gehört? Der Mann will auch Nachrichten moderieren. Nee, oder? Vielleicht kann er mit dem Dialekt die Pankower Neuigkeiten von vorgestern lesen, aber seriöse Nachrichten. Manfred, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Der war authentisch und sympathisch. Der hatte was. Wie bitte? Der Typ ist nicht dein Ernst. Doch, weißt du was? Der ist eigentlich sogar ein bisschen besser als du. Wie hieß der nochmal? Mein Name ist Manfred Karpate. Ich habe lange Zeit das Webnews-Format Watch Berlin News moderiert und suche nun nach einer neuen Herausforderung. Meine Stärken sind Kamerapräsenz, Authentizität.